kleine Bahn ganz groß. Parallel zur diesjährigen Oberlausitzer Modellbahn- und Autobörse am 5. Februar luden die Eisenbahnfreunde Pichoblick ein zur Modellbahnausstellung in ihren Vereinsräumen in der Pumphut-Grundschule. Bereits in der ersten Etage des Hauses empfing die Besucher eine Heimanlage in der Spurgröße TT. Sie zeigt sich in freier Gestaltung im Stil der Nachwendezeit. Im Dachgeschoss des Hauses warteten weitere Anlagen in den Größen N bis H0. Dazu gehörte auch die jüngste Errungenschaft des Vereins. Durch Schenkung war man in den Besitz einer H0-Anlage aus privater Hand gelangt. Hier wartet zwar noch allerhand Arbeit auf die betreuenden Vereinsmitglieder, dennoch reizt natürlich die Möglichkeit, die vorhandene Gestaltung durch Eigenkreativität zu erweitern. Kreativität wird natürlich bei den Eisenbahnfreunden immer groß geschrieben. Neben der N-Anlage in einem alten TV-Gerätegehäuse zeigten sie diesmal auch eine Kofferanlage mit der seltenen 9 mm Spurweite H0E. Erstmals konnte man den Nachwuchsmodellbahnern des Vereins in den neuen Räumlichkeiten des Ganztagsangebotes kleine Modelleisenbahner der Pumphut-Grundschule über die Schultern blicken. Zu sehen war, was in den letzten Monaten bei ihnen im GTA-Unterricht entstanden war. Die Palette reichte von gestaltungsfertigen Häusern bis zur funktionierenden TT-Anlage. Selbstverständlich hatten die kleinen Modelleisenbahnbesucher die Möglichkeit, sich selbst einmal zu versuchen bei einer Gartenbahnanlage. Die größeren Besucher erhielten Einblick in den Ausbaustand des großen Modellbauvorhabens Bahnhof Wilden mit Nebengelass. Die Eisenbahnfreunde wollen beim diesjährigen Stadtfest in der Weinbrennerei im Juni mit weiteren Anlagenteilen sich der Öffentlichkeit präsentieren. Bei der Februarausstellung erhielt der Verein vom früheren Fahrdienstleiter im Bahnhof Wilden, Hans-Werner Wenke, 3 originale Befehlsausgabekarten aus dem früheren Bahnhofsstellwerk, mit denen damals die Signalfreigabe für die Strecken nach Soland bzw. Neukirch oder Bautzen hergestellt werden konnte. Letzter Beschluss für Sporthalle. Am Mittwoch, dem 15. Februar, kam es im Rahmen der Sitzung des Wildner Stadtrates zur 28. und damit letzten Beschlussfassung für den Bau der Sporthalle im Wildner Schulzentrum. Den ersten Beschluss hatten die Wildner Stadträte im Juni 2015 vorgenommen. Diesmal ging es um die Neugestaltung der Außenanlagen zweiter Bauabschnitt. Dieser betrifft den Einbau der Sportflächen, zum Beispiel für Weitsprung, Hochsprung oder die 100-Meter-Bahn. Der Auftrag mit einem Volumen von rund 384.000 Euro ging an die Firma Schmidt Straßenbau aus Neusalza-Spremberg. Das Unternehmen hatte zuvor bereits die Außenanlagen im ersten Bauabschnitt der Sporthalle und auch die Neugestaltung des Schulhofes an der Pumphut-Grundschule qualitäts- und termingerecht ausgeführt. Die Arbeiten beginnen Anfang März nach dem Abriss der alten Sporthalle und sollen in den Sommerferien abgeschlossen sein. Im Rahmen der Festwoche zum 25-jährigen Bestehen des Immanuel-Kant-Gymnasiums wird es zu einer festlichen Einweihung des dann vollständigen Sporthallen-Neubaukomplexes kommen. Zu Beginn der Sitzung zeichnete der Bürgermeister mit Ulrike Domaschke vom Sportverein Wilten, Kerstin Spottke vom Wildner Kultur- und Kunstverein sowie mit Hannelore Schulz von der Caritas Begegnungsstätte nachträglich Bürger mit der Ehrenurkunde der Stadt Wilten aus, die beim Neujahrsempfang 2017 im Januar nicht dabei gewesen waren. Bauamtsleiter Rainer Mertsch informierte über den Start zur Oberflächensanierung der Ortsdurchfahrt S117 zwischen Bahnübergang Weinbrennerei und der Kinokreuzung. Die Arbeiten beginnen am 8. Mai und sollen voraussichtlich am 23. Juni abgeschlossen sein. Fahrzeug wieder da. Eitel Sonnenschein bei den Kameraden der Ortswehr Wilden. Ihr Fahrzeugpark ist wieder vollzählig.
Seit 14. Februar haben sie ihren Hubsteiger wieder zurück. Der musste am 17. Oktober 2016 zur planmäßigen Generalinspektion zum Hersteller Metz Rosenbauer nach Karlsruhe. Dort wurde er auf Herz und Nieren untersucht, allerdings nur die feuerwehrtechnischen Aufbauten. Die Herstellerrevision richtete sich nach den Vorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung und erfolgte genau 10 Jahre nach Indienststellung des Einsatzfahrzeuges. Es war im Dezember 2006 der Wildner Feuerwehr übergeben worden. Zu den kontrollierten bzw. erneuerten Bereichen gehörte unter anderem die Fahrzeugelektrik, wobei unzugängliche Kabelbäume prophylaktisch ausgetauscht worden waren. Weiterhin die für den Hubarm wichtigen pneumatischen und hydraulischen Teile, die Sensoren für die Standstabilität des Fahrzeuges. Verschleißbaugruppen wie Dichtungen, Schmiernippel und Gleitlager wurden generell ausgetauscht. Die uneingeschränkte Funktionalität nach der Inspektion wurde vor Ort im Beisein von Vertretern der Wildner Feuerwehr getestet. Die Inspektionskosten in Höhe von rund 63.000 Euro trägt die Stadt Wilten allein, ohne Beihilfen durch die Landkreisverwaltung. Die Wildner Feuerwehr hatte für die Dauer der Revision ein Leihfahrzeug erhalten. Im Rahmen eines technischen Ausbildungsdienstes am Freitag, dem 17. Februar, kontrollierten die Wildner Kameraden die Ausrüstungsgegenstände aller Einsatzfahrzeuge auf Vollzähligkeit und Funktionstüchtigkeit. Zu Beginn des Dienstes holten Gemeinde- bzw. Ortswehrleiter eine Beförderung nach. Aufgrund seines Fehlens bei der Jahreshauptversammlung im Januar wurde Kamerad Philipp Schladenhaufen zum Feuerwehrmann befördert. Letzte Stunde für Sporthalle. Am Montag, dem 20. Februar, schlug die allerletzte Stunde für die alte Sporthalle am Gymnasium. Wie angekündigt, begann an diesem Tag quasi zu Beginn der zweiten Ferienwoche der Schüler der planmäßige Abriss der fast 30 Jahre alten Halle. In der Woche zuvor waren bereits die Entkernungsarbeiten ausgeführt worden. Das mit dem Abriss beauftragte Unternehmen, die Entsorgungsgesellschaft MBH aus Guttau, begann am Ostflügel mit dem Ausbrechen der ersten Wandelemente. Das Schauspiel ließen sich die Kinder der Wildner Pünktchenstube mit Frau Fiebig nicht entgehen, denn ein solch großer Bagger in Aktion ist doch was anderes als der eigene Sandkastenfuhrpark. Die Arbeiten gingen, wie erwartet, zügig voran. Bereits 4 Tage später, am Freitag, dem 24. Februar, kündete nur noch ein großer Schutzberg vom vormaligen Vorhandensein der Halle, die doch, wenn auch im bescheidenen Maße, Generationen von Jungen und Mädchen des Wildner Schulzentrums sportliche Betätigung und nicht nur in der Winterzeit ermöglicht hatte. Der Abriss brachte überraschenderweise auch Ziegelmauerflächen zum Vorschein. Nicht alles, was zu Ende der 1980er Jahre im Neubaugebiet an der Schulstraße errichtet worden war, bestand also aus Betonplatten. Sobald der Platz vom Bauschutt beräumt ist, beginnt nahtlos die Umgestaltung der Flächen für die Errichtung der neuen Außensportanlagen. Kinder feiern Fasching. Bei der traditionellen Kinder-Faschingsparty des Wildner Karnevalclubs sichert mittlerweile nur rechtzeitiges Erscheinen einen Platz im Getümmel. So auch bei der Party am Fasnachtsdienstag, dem 28. Februar. Kurz vor Ende der 5. Jahreszeit kommen die kleinen und kleinsten Jecken endlich auf ihre Kosten. Der Andrang war riesig, André und Mike, die beiden DJs, hatten jede Menge Musik, gute Laune sowie viele Ideen zum Mitmachen für die Kids im Gepäck. Sind die schon nach Hause gegangen? Wir probieren es noch einmal! Zicke, zacke, zicke, zacke! So gefiel mir das natürlich schon viel. Wie immer schaut man erst einmal, mit wem man es am Nachmittag zu tun hat, bei der Party. Da waren Seeräuber und Hexen,
Indianer und Cowboys, Prinzessinnen und Feen, Zwerge, Sensenmann und Fliegenpilze. Renner beim Catering waren natürlich Himbeerbrause, Wiener Würstchen und Pfannkuchen, die zwei Wildner Bäckereien sogar gesponsert hatten. Der WCC als gastgebender Karnevalsverein gestattete den Partygästen eine kleine Auszeit bei den Darbietungen seiner drei Funkengarden, allen voran den Bambinis, die Minifunken und später die blauen Funken. Am allermeisten Spaß machte natürlich das eigene Tanzen. Oder vielleicht mit Papa oder Mama. Oder mit Laurentia. Ach, wenn es doch schon wieder. Und ich bei meiner Laurentia wär, Laurentia wär. Neue Runde für Vereinsquiz. Am Dienstag, dem 28. Februar, startete das Wiltener Vereinsquiz in seine nächste Runde. Zum nunmehr fünften Male folgten die Rateteams von 10 Wiltner Vereinen der Einladung von Quizmaster Heiko Knoppig. Erstmalig gehörte ein Rateteam des erst 14 Tage zuvor gegründeten Ballsportvereins Wilten mit Quiznamen Batman zu den insgesamt 14 Mannschaften. 5 Raterunden warteten auf die Teilnehmer. Für jede richtig beantwortete Frage mit jeweils 3 Antwortvorgaben und einem Zeitlimit von in der Regel 10 Minuten gab es einen Punkt. Die Fragen hatten es wie gewohnt in sich. In Runde 1 wurde zum Beispiel nach dem artenreichsten Zoo auf der Welt gefragt, nach dem wichtigsten menschlichen Atemmuskel oder dem Sitz der Welttoilettenorganisation. Runde 2 befasste sich mit dem Thema Kino, zum Beispiel nach dem bürgerlichen Namen von Romy Schneider. In den anderen Runden tauchten Fragen auf nach historischen Ereignissen, nach dem Geruchsmuster von Mondstaub, aber auch aus Biologie, Mathematik und Geografie. Mit dabei sind sogenannte Anagramme, das sind versteckte Wörter in einem Buchstabensalat. Gefragt wurde aber auch nach historischen Ereignissen die Stadt Wilten betreffend. Für die Auswertung der Raterunden erhält jedes Team die Antwortliste der Nachbarmannschaft. Als Tagessieger wurde am Ende die Sitzenbleibermannschaft vom Schulförderverein der Goethe-Oberschule gekürt. Sie hatte einen 1-Punkte-Vorsprung vor den Vorjahresgesamtsiegern, den Irgersdorfer Punschpflaumen aus Irgersdorf. Platz 3 ging punktgleich an die Hütchenspieler vom Schulförderverein der Pumput-Grundschule und dem Team Florian der Ortswehr Wilten. Bis zum Finale am 28. November 2017 liegt noch ein weiter Weg vor den Ratefüchsen. Die nächsten Runden finden jeweils Dienstag am 30. Mai bzw. am 29. August immer im Gasthof zur Linde statt.